Junkfood tasted. Don't come in America. Something very, very special. It's called Evo Rio. It's the sun from Africa. Yeah, and it's a tamarind soft drink. So I think it's the first soft drink from Africa and the first tamarind soft drink. Yeah. So French. I know a little bit of French and English. All right. Oh, not many protein here, and yeah, I assume this is sugar or sugar. Okay, the can is a little bit strange. I think they haven't printed the label, but like stripped some sort of plastic around it. Not really common to see this. Yeah, I could strip it for like, I don't know, fun reasons. Yeah, I would strip it in the end. Yeah, it's original from Côte d'Ivoire, Africa, of course. Okay, water, tamarind, sugar, that's it. Three ingredients, very nice. Okay, and their original email address. Yeah, and this was imported by a French company. So let's do it. Tamarind. I think I tasted tamarind before. Yeah, it's a very extreme flavor. I tasted a tamarind sort of candy or singens. Yes, not wasn't really a candy. It was more like a seasoning. Okay, let's do this. Yeah, strange. strange color. Okay, so the first drink from Africa. Let's go. Okay, yeah, this is nice. I think the name was Pulparindo. Yeah, Pulparindo. And it has this tamarind flavor in there. And with this, it was a little piece mesh or something, I don't know. It tasted very extreme. And in the soft drink here, it's not that extreme. It's more like, nice flavor. Now I'm doing this stupid stripping just to see the, you don't see No, I have to hide it behind the camera so that you can't see me. Yeah, a completely chromium can here. Yeah, the Europeans usually print it on. Yeah, in Africa they have some sort of plastics they strip around. This is also a nice idea, so you don't have to waste all the ink. I give the win. Very nice flavor, very intense. Yeah. Tamarind is a sour flavor and very some sort of it tastes also a little bit nut, but just a little bit. It's hard to describe. It's like tamarind flavor. Okay, thanks for watching. I will now switch the language. Keep me posted on favorite soft drinks. Okay, Tamarind, ich habe jetzt hier das
das Label schon abgerissen, um einfach, das sieht man nicht so oft, dass es eine Plastikhülle drin ist. Das ist ja meistens, also bei uns ist es ja auf die Dose drauf gedruckt. Das ist original hergestellt in der Elfenbeinküste und dann über den französischen Importeur importiert, hat genau drei Zutaten: Wasser, Tamarind und Zucker. Also Tamarind habe ich schon mal verkostet, dieses Pulparindo, das war so ein komisches kleines Stückchen, ja, so eine Art zusammengepresster irgendwas, so eine Art Fruchtextrakt oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Schmeckt sehr extrem. Ich weiß gar nicht, was ich damals gegeben habe. Ich glaube, Gourmet. Das war damals von Mexiko, jetzt kommt es auf einmal aus Afrika auch. Da haben wir wohl auch den Tamarindbaum. Also es schmeckt sehr, es hat so einen sauren Geschmack. Ich habe das dann nussig gesagt, es schmeckt ein bisschen nussig. Ja, weiß ich nicht, es schmeckt halt nach Tamarind. Also wenn man dieses Pulparindo gegessen hat und dann jetzt das Getränk dazu trinkt, ja, totaler Wiedererkennungswert. Schmeckt mir persönlich gut. Was gibt es denn noch zu sagen? Ja, dieses Ding, was ich da gegessen habe, das Pulparindo, war noch extremer. Also da war es richtig derbe. Jetzt hier im Softdrink ist es eigentlich schön zu trinken. Schön angenehmes Aroma. Ja, also wenn ihr mit Tamarind Erfahrung habt und das schon mal gekostet habt, das ist ein sehr spezieller Geschmack, dann müsst ihr auf alle Fälle einen Kommentar schreiben. Ja, und schreibt ruhig mal, welche Softdrinks ich noch alle verkosten soll. Okay, danke fürs Zusehen.